Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Schweiz importiert wieder russisches Gold. Finanziert die Schweiz indirekt Putins Krieg? Ein Artikel von Thomas Harz. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wurden 3 Tonnen russisches Gold an die Schweizer Scheideanstalt geliefert. Laut Angaben des Schweizer Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit, BASGE, wurden im Monat Mai über 3 Tonnen Gold aus Russland in die Schweiz eingeführt. Laut BASGE war das Gold zur Verarbeitung deklariert. Dies ist der erste Import seit Kriegsbeginn und könnte ein Beleg dafür sein, dass die ablehnende Haltung der Schweizer Industrie gegenüber russischen Edelmetallen aufweicht. Die importierte Menge entspricht etwa 2% der monatlichen Gesamtmenge, die Scheideanstalten in der Schweiz im Durchschnitt benötigen. Die Schweiz ist die führende Goldhandelsnation. Der Gold wie der gesamte Rohstoffhandel sind sehr verschwiegen, aber in 2018 importierte die Schweiz 2241 Tonnen Gold. Sie spielt von jeher im internationalen Goldhandel die klassische Rolle eines Drehkreuzes und ist die führende Goldhandelsnation. Sie beheimatet die größten Scheideanstalten mit den weltweit bedeutendsten Kapazitäten zur Goldraffination, nämlich MKS Pump SA, Metalor Technologies SA, Argo Herreus SA und Valcambi SA, die zusammen rund 2/3 des weltweit jährlichen Goldbedarfs decken. Zudem gilt die Schweiz, insbesondere die Landeshauptstadt Zürich, als bedeutender und diskreter Lagerort für Goldbarren. Bann auf russische Goldbarren mit Kriegsbeginn. Nachdem die Londoner Bullion Market Association, LBMA, Vereinigung von 145 Unternehmer aus 30 Ländern, nach Kriegsbeginn allen russischen Betrieben die Akkreditierung entzog, kam dies de facto einem Bann für russische Goldbarren gleich. Schließlich ist die London Metal Exchange einer der größten Edelmetallhandelsplätze der Welt. Der Ausschluss russischer Betriebe aus der LBMA hatte insgesamt dazu geführt, dass nur noch Barren aus der Zeit vor dem Kriegsbeginn akzeptiert und gehandelt wurden. Allerdings gibt es eine Hintertür, denn der Import von Gold ist nicht direkt sanktioniert. Russisches Gold kann also auch direkt von einer ausländischen Scheideanstalt gekauft, neu eingeschmolzen und gestempelt werden. Dubai als Zwischenhändler für russisches Gold? Die Schweizer NGO Swiss Aid, die seit Jahren zur Schweizer Goldindustrie recherchiert, wies auf den bemerkenswerten Umstand hin, dass die Goldimporte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, WE, enorm zugenommen haben. Auch die Schweizer Wochenzeitung WOS berichtete kürzlich in einem Artikel, dass alleine im März 36 Tonnen Gold und im April über 20 Tonnen aus den WE in die Schweiz kamen. Dies ist weit außerhalb der sonst seit Jahren üblichen importierten Mengen. Swiss Aid befürchtet, dass das Gold ursprünglich aus Russland kommt und schreibt weiter, die WE sind ein problematischer Goldumschlagplatz. Sie wurden bereits von Ländern wie Venezuela oder Libyen, die internationalen Sanktionen unterworfen waren, zur Goldwäsche genutzt. Gold spielt für die russischen Staatsfinanzen und die heimische Währung eine ähnlich wichtige Rolle wie die Energierohstoffe. Sie finanzieren den Staatsapparat und ermöglichen zudem die Kriegsführung. Geld führt Kriege, aber wenn es will, schafft es auch Frieden. Mittelalterliches deutsches Sprichwort: Die Mehrzahl der Einkäufer bleibt aber vorsichtig, wenn es um russische Edelmetalle geht. Bei Palladium entsteht dadurch eine konstante Verwerfung zwischen Spotpreis in London und dem Future in New York, da dort die Gefahr viel größer ist, russische Rohbarren untergeschoben zu bekommen. Die Schweiz hat seit April nur kleine Mengen Palladium importiert. Wenn schon wieder Gold aus Russland importiert wird, warum nicht auch andere Rohstoffe? Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die ersten größeren Importe vermeldet werden oder ein Umweg über einen Drittstaat gefunden wird.